Zuletzt bei Super Mario 64. Alkohol ist in unserer heutigen Gesellschaft ein immer wieder präsentes Thema und ich habe im Laufe meiner Jahre eine extreme Wandlung bezüglich meines Standpunkts zu Alkohol durchgezogen. Während ich anfangs noch sehr viel getrunken habe, bin ich nun seit 1,5 Jahren absolut fern vom Alkohol. Wie meiner Meinung nach Alkohol die Menschen verändert und wie mein Standpunkt dazu ist, das habe ich euch in der letzten Folge erzählt. Klickt oben auf das i, falls es euch interessiert. Hey meine lieben Freunde, was geht und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 64, unserem Themen-Podcast-Projekt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt euch was Leckeres zu essen oder trinken geholt. Oder ihr schaut das Ganze gerade im Bett, wo ich ja am liebsten meine YouTube-Videos gucke. Abends vorm Schlafen gehen noch ein paar Videos gucken. So, tatsächlich auch, ich gehe mal etwas früher ins Bett, dass ich auf jeden Fall noch Zeit habe, ein paar Videos zu schauen, in meiner warmen, kuscheligen Decke liege. Wo auch immer ihr es gerade schaut, ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben heute ein spannendes Thema, was ich nicht so ganz... Ich fange anders an. Chris hat mir ja im Zuge meiner Vorproduktion, ne, all diese Parts, die ihr seht, sind ja aktuell vorproduziert, weil ich erst auf der Gamescom bin, wo ich keine Gaming-Videos produzieren kann und dann noch im Urlaub bin tatsächlich. Und Chris hat mir für diese Vorproduktion ja Themenvorschläge gemacht, ne, quasi damit auch ein Außenstehender sagt, hey, wir reden doch mal über das oder das oder das Thema. Und er hat als Thema quasi das, den Punkt Zivilcourage gebracht. Und irgendwie, ich weiß nicht, der erste Gedanke, der mir halt kommt, wenn ich an Zivilcourage denke, ist, man sieht jemanden, der verprügelt wird oder jemanden, der in Not ist und man springt heldenhaft dazwischen. So, okay, das ist so das erste Bild, was mir kommt, wenn ich das Wort Zivilcourage höre. Die zweite Sache, die einem dann noch irgendwie kommt, ist, Zivilcourage ist ja, keine Ahnung, ist es nicht auch sowas wie alten Omas über die Straße helfen oder so? Ich weiß es nicht, Und da meinte er, hast du Erfahrungen damit und so weiter? Wie stehst du dazu? Und ich muss auf der einen Seite sagen, leider habe ich damit noch keine Erfahrung, aber auf der anderen Seite auch glücklicherweise, weil wenn man Erfahrung damit hätte, wäre man ja quasi schon mit Leid und mit Aggression und mit Prügeleien oder was auch immer konfrontiert worden. Und ich lebe aktuell zum Glück ein sehr unbeschwertes Leben, was das angeht. Und ich bin glücklicherweise noch nicht in die Situation gekommen, dass ich irgendwie, ja, meine Gesundheit oder meine sonst was aufs Spiel setzen musste, um jemand anderen zu helfen, schlicht und ergreifend, weil ich noch nie in so eine Situation gekommen bin. Ne? Ich kann auch nicht sagen, wie ich reagieren würde. So, angenommen, ich sehe, dass, was weiß ich, 3 Leute auf einen am Boden liegenden einprügeln. Natürlich würde man sowas wie rufen, wie lasst ihn in Ruhe. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, ich wüsste nicht, ob ich die Eier dazu hätte, da dazwischen zu gehen. Weil sobald man da dazwischen geht, fangen sie an, dich zu verprügeln. So, dann ist wieder 3 gegen 1. Und ich sag mal, was Kampfsport angeht, schwierig. Ich habe mich in meinem Leben noch nie geprügelt. Und ich hab's auch nicht vor. Ich habe bisher jeden Konflikt mit Worten lösen können. Ich glaube, das Klügste, was man in so einer Situation machen kann, wenn man jetzt nicht gerade Kampfsportler ist, der es mit den 3 gleichzeitig aufnehmen kann. Ich glaube, was ich wahrscheinlich machen würde, ist, ich würde mir Mitmenschen suchen. Ich würde sagen, hey, du, komm mit, wir müssen ihm helfen. Wenn man dann zu dritt, zu viert oder zu fünft dann zu diesen Schlägern geht, ich glaube, dann hat man bessere Chancen, diejenigen zu retten. Ich weiß nicht, ob ich die Eier hätte, alleine quasi mich gegen mehrere zu stellen, wenn ich sehe, dass irgendjemand in der Gruppe quasi von einer Gruppe angegriffen wird. Ne? Aber ich fand das Thema trotzdem spannend, weil, ich sag mal, Zivilcourage ist ja auch ein Teilbereich des Oberbegriffs bzw. des übergeordneten Themas, wie gehe ich mit fremden Mitmenschen im Alltag um? Ne? Zivilcourage ist ja quasi ein sehr heldenhafter Umgang, dass man einem fremden Menschen hilft, den man sieht, der in Not ist. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten, mit fremden Mitmenschen im Alltag zu interagieren. Und ich glaube, das ist etwas, da habe ich zum einen mehr Erfahrung und zum anderen habe ich mich damit auch schon mehr beschäftigt. Quasi, wie gehe ich mit Menschen, einfach mit meinen Menschen im Alltag um, die jetzt nicht meine Freunde sind, sondern, ja, wie gehe ich mit Passanten um, die an mir vorbeikommen? Wie gehe ich mit Menschen um, die unfreundlich mir gegenüber sind, obwohl sie mich nicht kennen? Wie gehe ich mit dem Kassierer an der Supermarktkasse um? Also es gibt ja so viele Situationen, in welchen man mit fremden Menschen interagiert. Und da wollte ich einfach mit euch ein bisschen drüber reden, weil ich stoße im Alltag auf die verrücktesten Dinge,
ich persönlich auch einfach null nachvollziehen kann, warum manche Dinge so handeln, warum manche Menschen so handeln. Und ja, dementsprechend wollte ich da ein bisschen drüber mit euch reden. Wie gehe ich durch meinen Alltag? Mit welchem Mindset gehe ich auf fremde Menschen zu? Und auch da habe ich tatsächlich eine kleine Entwicklung hingelegt. Ich habe euch ja in der letzten Folge, als wir über das Thema Alkohol geredet haben, habe ich euch auch so ein bisschen erzählt, wie sich mein Standpunkt in Bezug auf Alkohol im Laufe der Jahre verändert hat. Und tatsächlich auch mein Umgang mit fremden Menschen hat sich in den letzten, vor allem im letzten Jahr, glaube ich, oder in den letzten 2-3 Jahren verändert. So, das ist, erst war ich einfach jemand, ich war nicht schüchtern, was fremde Menschen angeht. So, ich rede jetzt so, keine Ahnung, so einfach so vom Jugend-Teenie-Alter. Ich war nie jemand, der jetzt so Probleme hatte, irgendwie Leute zu grüßen oder mal kurz der Kassiererin an der Kasse kurz irgendwas Nettes zu sagen oder so weiter. Aber ich war jetzt auch niemand, der den Kontakt irgendwie jetzt aktiv gesucht hat. Ne? Also fremde Menschen waren für mich fremde Menschen. Und den hat man kurz Hallo gesagt und dann so nach dem Motto, lasst mich in Ruhe. Ja? Das war damals so. Ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Allgemein als Jugendlicher macht man sich nicht so viele Gedanken. Außer man hat einen YouTuber, den man guckt, der Hübi heißt und permanent über sowas redet. Nein, also das war halt so, mein Gott. Ich war nicht schüchtern, was das angeht, aber ich war jetzt auch nicht sehr offen gegenüber fremden Leuten. So, dann kam irgendwann der Punkt im Leben, als sag ich mal, ich dann in meiner Ausbildung war, man seine besten Freunde immer weniger gesehen hat, weil die einfach, keine Ahnung, komplett woanders unterwegs waren. Ich möchte übrigens kurz das Texture Pack an dieser Stelle loben. Das sieht absolut Bombe aus. Das ist dann so eine Phase, da habe ich so ein bisschen isoliert gelebt. Ja, also, ich war einfach viel allein unterwegs. Ich wollte auch viel allein sein. Oh nein, der hat mir die Mütze geklaut. Der Sohn. Es war einfach eine Zeit, in der ich viel alleine war, aber das habe ich auch gebraucht, weil in dieser Zeit, wo ich alleine war, habe ich extrem viel gelernt und mich halt zwangsläufig mit mir beschäftigt. Das klingt so falsch. Aber einfach mit mir, was ich vom Leben will, wer ich bin, wo es mit mir hingehen soll und so weiter. Und in der Zeit war ich sehr in mich gekehrt und bin, ich rede tatsächlich so von den letzten 2 Jahren, tatsächlich. Und das war dann wirklich eine Phase, da habe ich mich extremst abgekapselt von Menschen. Also, jetzt nicht irgendwie von meinen Freunden oder von meiner Familie und so, die waren schon immer bei mir. Aber ich rede, wie gesagt, gerade vom Umgang mit fremden Menschen. Also, ich habe mir immer gedacht, so, fremde Menschen, das sind alles Bastarde. Also, jetzt mal hart gesagt, nein, aber so, eigentlich habe ich gar keinen Bock, neue Leute kennenzulernen. So, lasst mich einfach in Ruhe. Fremde Menschen sind eh nur Trottel. So, ich habe eigentlich gar keine Lust, irgendwie mit euch zu interagieren. So, lasst mich in Ruhe, ich lasse euch in Ruhe, dann passt das Ganze. So, leben und leben lassen war ganz, ganz lange mein Motto. Und das habe ich auch wirklich so straight durchgezogen. Wie gesagt, bis vor ein paar Monaten. Also dieser Zustand, so nach dem Motto, so in sich gekehrt sein und sich einfach nur um sich kümmern, so ich sag mal, ein sehr in sich gekehrtes Leben, waren eigentlich so die letzten 2 Jahre für mich. Na, so, ich habe ja vor 2 Jahren habe ich ja so einen gewissen Wandel durchgemacht, so im Laufe, so wenn man auch ja mein YouTube-Kanal verfolgt, ich habe eine ziemliche Wandlung hingelegt in den 4 Jahren, wo ich jetzt hier auf dem Kanal aktiv bin. Und so richtig krass begonnen hat sie so vor 2 Jahren circa. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Und das war, wie gesagt, ich bin auf YouTube, bin ich super, immer super offen gewesen. Meiner Familie, meinen Freunden gegenüber war ich auch immer offen, aber ich hatte gar keinen Bock, irgendjemanden kennenzulernen. Ich dachte einfach mal so, bleib mir einfach weg. So, ich hab so viel mit mir selber zu tun. Ich habe so viele Ziele, die ich verfolge. So, bleibt mir doch einfach weg mit eurem Scheiß, den ihr erzählen wollt. So, ihr checkt meine Welt sowieso nicht. Na, wenn du auf der einen Seite Gamer bist, aber auf der anderen Seite kein typischer Gamer, wenn du YouTuber bist, dann wirst du eh schon komplett anders von der Gesellschaft behandelt. So, da passieren die skurrilsten Dinge. Da kann ich auch noch mal ein eigenes Themenvideo drüber machen, so wie Menschen mit mir umgehen, seit ich YouTube mache. Auf der einen Seite, wie sie damals mit mir umgegangen sind, als ich ein kleiner YouTuber war, und wie sie jetzt mit mir umgehen, wo ich quasi ein etwas bekannterer YouTuber bin. Da spiele ich die skurrilsten Szenen ab. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie Menschen den Umgang mit dir komplett umbauen. Aber das ich werde mir jetzt gleich meine OneNote-Liste hier schreiben. Ich habe hier nämlich so eine Liste mit Themen, über die ich unbedingt noch reden will. Das ist, denke ich, auch noch eine ganz, ganz spannende Sache, wie Menschen mit einem umgehen, wenn sie erfahren, dass man YouTuber ist. Das ist
ich muss das sofort aufschreiben, bevor ich das vergesse. Ich tippe das jetzt hier live. Oh, jetzt hängt über das Spiel. Ist egal, ich tippe das jetzt hier live ein. Das muss ich. Umgang mit mir als YouTuber von anderen Menschen. Bester Stichpunkt EOW. Ihr kennt meine Let's Plays, die sind immer ungeschnittene. Wenn es ein richtiges... Nein, ich glaube, es ist falsch, schneide ich viel, aber so, ich lasse so Szenen, die man eigentlich rausschneiden sollte, auch einfach gerne mal drin, weil ich finde, das lockert so ein bisschen die Atmosphäre auf. Nein, kommen wir zurück zum Thema. Also, nachdem ich sehr, sehr lange jetzt, also wie gesagt, fast eigentlich die letzten 2 Jahre sehr in mich gekehrt war und eigentlich von niemandem was wissen wollte, hat sich jetzt aber in den letzten Wochen beziehungsweise Monaten bei mir nochmal eine gewisse Wandlung vollzogen. Das wurde tatsächlich nochmal durch ein sehr aktuelles Ereignis nochmal bestärkt, denn ich habe vor vor 2 Wochen circa ein Buch fertig gelesen, das rund um Kommunikation geht. Also das Buch ist von, ich glaube, Dave Carnegie heißt der. Boah, bitte steinigt mich nicht, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe. Und das geht darum quasi einfach um Kommunikation. Ne? Wie redet man mit anderen? Auf was muss man achten? Wie kritisiert man richtig andere? Wie schafft man es, dass andere einem helfen? Ne? Wie gewinnt man Leute für sich? Also da gibt's ja die unterschiedlichsten Sachen. Das war wirklich ein Buch komplett über das Thema, wie kommuniziere ich richtig? Ne? Und als ich das durchgelesen habe, da hat bei mir nochmal eine Entwicklung, die kam, dass ich wieder etwas offener wurde gegenüber fremden Menschen, die hat darin nochmal ihren Höhepunkt gefunden. Ne? Und mittlerweile sehe ich Menschen in einem ganz anderen Auge. Also, wie gesagt, früher war es ja immer so, die Leute verstehen mich sowieso nicht. Und wenn sie mich nicht verstehen, dann können sie mir eigentlich auch gleich gestohlen bleiben. So, fickt euch, lasst mich in Ruhe. Jetzt mal ganz, ganz hart gesagt, sorry. Ja, die jungen Zuschauer. Und mittlerweile, vor allem auch nochmal durch das Buch geschrieben, aber auch schon davor, sehe ich in fremden Menschen nicht mehr Leute, die mich nicht verstehen. Beziehungsweise, wenn ich fremde Leute treffe, habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, ihnen zu erzählen, wer ich bin. Also es ist mittlerweile auch wirklich so, wenn ich neue Menschen kennenlerne, ich erzähle ihnen nicht, dass ich YouTuber bin. So, wenn sie nachfragen, was machst du als Job oder was ist dein Hobby, natürlich sage ich dann YouTube, also ich verheimliche es nicht, aber ich erzähle nie aus eigenen Stücken heraus, dass ich YouTuber bin. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich dann komplett anders behandelt werde, was wir gerade hatten, aber ich sehe fremde Menschen nicht mehr als Leute, denen ich etwas von mir erzähle, sondern jeder fremde Mensch, den ich treffe, ist für mich eine Chance zu lernen. Also so sehe ich das mittlerweile. Weil jeder Mensch, jeder Einzelne, selbst der größte Trottel, den du kennst, kann irgendetwas besser als du. Jeder Mensch ist auf irgendeinem Fachgebiet besser als du. Und auch wenn du ein übelst intelligenter, begabter Mensch bist, jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten und du kannst von jedem Menschen, egal was für ein Trottel er ist, kannst du etwas lernen. Und so sehe ich das mittlerweile. Dementsprechend ist es wirklich so, wenn ich neue Leute kennenlerne, ich rede nicht von mir. Ich stelle eigentlich nur Fragen, ich versuche die neuen Leute kennenzulernen, um herauszufinden, wie sie ticken, was sie können. Jeder fremde Mensch, den man kennenlernt, ist eine Chance zu lernen. Irgendetwas. Man weiß nicht was, aber irgendetwas kann man immer lernen. Und zusätzlich dazu, dass ich quasi versuche, von ihnen zu lernen, erntet man auch automatisch Sympathie. Sobald du Menschen nach sich selber sobald du Menschen dazu bringst, von sich selber zu erzählen, ich denke, das ist die richtige Beschreibung, sobald du Menschen dazu bringst, von sich selber zu erzählen, werden sie dich automatisch sympathisch finden. Weil der Mensch ist ein egoistisches Wesen, das ist so, das liegt in unserer Natur, das ist einfach so, das brauchen wir uns auch nicht negativ darstellen, das ist einfach ein Fakt, den man akzeptieren kann. Aber dadurch, dass der Mensch ein egoistisches Wesen ist, erzählt er auch am liebsten von sich selber. So, das ist das Ding. Und wenn du quasi Menschen nach ihrer Person, nach ihrer Meinung, nach ihren Erlebnissen fragst, ich check bis heute nicht, was da die richtige grammatische Form ist, dann wirst du auf der einen Seite etwas lernen und auf der anderen Seite wirst du eventuell einen neuen Freund gewinnen oder auf jeden Fall gute Bekanntschaften machen, denn Bekanntschaften sind mit das Wichtigste im Leben. Leute, lasst euch eins sagen, versucht so viele Menschen wie möglich kennenzulernen,
Bekanntschaften sind wohl mit das Wichtigste im Leben. Ich habe meine Wohnung über Bekanntschaften bekommen. Ich habe meinen Job über Bekanntschaften bekommen. Und mit Sicherheit noch ganz, ganz viele andere Vorteile im Leben, die ich jetzt aktuell gar nicht aufzählen kann, auch über Bekanntschaften bekommen. Und dementsprechend versucht so viele Menschen wie möglich kennenzulernen. Versucht von ihnen zu lernen. Jeder kann etwas, was ihr nicht könnt. Und das ist auch eine Einstellung, die ihr lernen müsst. So, jeder Mensch ist ja auch sehr von sich selber überzeugt, aber legt die Meinung ab, dass ihr besser seid als andere, weil jeder auf einem gewissen Gebiet besser ist als ihr. Und versucht herauszufinden, was das Gebiet ist, und dann versucht von dieser Person zu lernen. Ihr werdet klüger, ihr sammelt vielleicht neue Freunde und ihr habt einfach insgesamt ein besseres Standing in der Gesellschaft. So, why not? Das ist doch nur Win-Win. Bringt Menschen dazu, von sich selber zu reden. So, das ist quasi der Umgang mit fremden Menschen, wenn man länger Zeit hat, sich mit ihnen zu unterhalten. Aber auch allgemein hat sich auch mein Umgang mit Menschen verändert, die ich jetzt nur kurz sehe. Zum Beispiel, ich grüße mittlerweile immer, wenn mir jemand auf dem Fußweg entgegenkommt. So. Fremde Passanten grüße ich immer. So, immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Allgemein, Leute, ein Lächeln ist das Wichtigste im Gesamten. Ein Lächeln öffnet euch alle Türen. Immer ein lockeres Lächeln auf dem Gesicht, egal wen ihr trefft. Einen fremden Menschen auf dem Gehweg, eine Kassiererin an der Kasse, sonst jemanden, den ihr nach dem Weg fragt, was weiß ich, der Kinomitarbeiter, der euch ein Eintrittsticket verkauft. Immer ein lockeres Lächeln auf dem Gesicht, immer ein freundliches Hallo, wie geht's? Kurzer Smalltalk, auch wenn Smalltalk, das muss nicht mal Smalltalk sein. Es muss nur ein freundliches Lächeln, ein Hallo, ein Danke, einen schönen Tag noch. Einfach quasi ganz, ganz höfliche Umgangsform mit einem lockeren Lächeln auf dem Gesicht und die ganze Welt steht euch offen. Und es gibt viel zu viele Menschen, die einfach mit so einer Fresse durchs Leben laufen, wenn sie an Menschen vorbeigehen, auf den Boden gucken, um ja keinen Augenkontakt herzustellen. So wird das nichts. Weil sobald ihr auch ein Lächeln gebt, werdet ihr zu großer Wahrscheinlichkeit ein Lächeln zurückbekommen. Und es ist psychologisch nachgewiesen, wie gut ein Lächeln, egal ob es von einem selber oder von einem fremden Menschen ist, der Psyche tut. Ein Lächeln, egal ob man es gibt oder eins bekommt, sorgt einfach dafür, dass es euch besser geht. Na? Und wenn ihr einfach mit einer leicht offenen Haltung durchs Leben geht, wenn ihr freundlich, höflich und einfach nicht verschlossen, sondern einfach offen für fremde Menschen seid, dann werdet ihr merken, dass sich euer Leben komplett verwandelt. Und das ist sowas, was bei mir gerade passiert. In meinem Leben gibt es immer Veränderungen, immer Wandlungen. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade eine Wandlung. So, ich lerne aktuell so viele Menschen kennen und die Menschen, die ich treffe, zu denen habe ich auch einen viel besseren Draht, weil ich einfach viel entspannter durchs Leben aktuell gehe. So, das ist jetzt nur so ein ganz blödes, simples Beispiel, aber ich war heute einkaufen im Supermarkt und dann lege ich etwas aufs Kassenband und zahle. Und ich schaue einfach nur die Kassiererin an. Wichtig auch Augenkontakt, auch was Besonderes. Wie gesagt, ich könnte auch ein komplett eigenes Video über Kommunikation machen, worauf man bei der Kommunikation mit anderen Menschen achten muss. Gestik ist wichtig, aber auch an der Augenkontakt. Guckt Menschen in die Augen, dadurch fühlen sie sich gewertschätzt. In die Augen gucken, lächeln und euch stehen alle Türen offen. Aber, ne, ich lege die im Supermarkt die Sachen aufs Band. Und dann quasi die Kassiererin hat noch irgendwas gemacht, sie nimmt dann die Sachen, zieht sie rüber, guckt mich an, ich sag Hallo oder guten Tag oder was auch immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht und du siehst einfach, sie hat irgendwas gemacht, was sie genervt hat, hatte so eine leicht, ich sag mal, verzogene Fresse, so irgendwie, keine Ahnung, Samstag gar keinen Bock zu arbeiten und du lächelst sie an mit einem freundlichen guten Tag. Und auf einmal fängt sie an zu strahlen. Und sobald ihr jemandem ein Lächeln schenkt, bekommt ihr selber ein Lächeln. Und euch geht's einfach so viel besser. Es ist so gut. Ein Lächeln ist das. Es ist die am meisten unterschätzte Waffe in der Kommunikation. Das klingt so hart. Oder allgemein das am meisten unterschätzte Mittel in der Kommunikation. Ein Lächeln geht immer. Immer. Versucht in eurem Leben so viel wie möglich zu lächeln. Und ja, das ist wirklich genius. Das ist halt auch was in diesem Buch, was ich gelesen habe, als auch nochmal so krass thematisiert wurde. Aber es war auch schon davor schon klar. So, Lächeln ist einfach. Es läuft. So. Du lächelst und alles funktioniert. Genauso auch, egal ob es auch ein Vorstellungsgespräch ist. Ihr geht zum Vorstellungsgespräch und ihr kommt dann zu, keine Ahnung, seid ihr in der Firma, kommt erstmal in den Empfang, lächelt.
lächelt die Empfangsdame an. Hallo, ich bin Herr Müller, ich bin hier zum Vorstellungsgespräch. Lächelt sie an, seid freundlich. Ihr werdet ein Lächeln ernten. Dementsprechend wird dann auch die Empfangsdame lächelnd den Personaler holen, bei dem ihr das Vorstellungsgespräch habt. Der wird merken, dass sie euch sympathisch findet. Dementsprechend wird er euch auch schon indirekt ein bisschen sympathischer finden. Er lächelt ihn an, sagt hallo. Es ist really genius. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt in letzter Zeit über den Umgang mit Menschen lerne. Ich will da noch viel mehr tun. Also ich werde mich in den nächsten Monaten extremst mit fremden Menschen quasi unterhalten. Ich möchte lernen, wie man neue Menschen besser kennenlernt, wie man sich allgemein besser nach außen verkauft und wie man einfach, ja, dadurch selber, also wenn ihr Glück gebt, werdet ihr Glück ernten. So, das ist das simple Prinzip vom Sehen und Ernten. Da habe ich auch schon mal drüber geredet. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen über den Umgang mit Menschen. Der Vorschlag von Chris war Zivilcourage. In diesem speziellen Begriff, in diesem speziellen Metier habe ich keine Erfahrung. Ich hoffe, ihr konntet mit dem anderen ein bisschen was anfangen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr würdet damit dieses Projekt sehr unterstützen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Mario64, euer Hübner.